So, haben wir hier noch feindliche Panzerinos? Ich sehe keinen, dann ist das auch nicht interessant, ja. Dann sind wir weg. Tschüss, ihr Trottel. Auf Wiedersehen. Ja, ich will ja Panzerplatte machen. Und das geht nur, wo gegnerische Panzer sind. Welche Logik? Ja, das habe ich jetzt auch nicht so wirklich in Frage gestellt. Klang aber so. Weil ich Tschüss gesagt habe? Nein, du hast gar nichts gesagt. Das war so ein zweifelndes Schweigen, weißt du? Wie kann ein Schweifen Zweige... Was für ein Schweifen? Was redest du? Jetzt dreh mir nicht die Worte im Mund um. Okay, ich höre auf. Wupsi! Da steht anscheinend ein AV-Turm. Wo? Es kam uns eben da eine Rakete. Da steht ein Scharfschütze. Oh! Oh! Nein! Den mit dem Raketenwerfer habe ich noch bekommen. Tut mir leid, du bist tot. Bin tot. Ja, ich weiß. Ich habe aber noch Panzerminen und hier hinten ist noch ein Sandra. Ne, der ist tot. Ich habe noch den Spion bekommen, der mich verfolgt hat. Das heißt, ich lebe und du bist tot. Mission accomplished. Ja, das dachte ich mir schon. Yo, 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 ich repariere dich. Yo, 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 ich repariere dich. Oh mein Gott, ich habe Munition. Yeah. Ja, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, schlag was vor. Ich schieß auf den ISF. Hat nichts gebracht. Ist doof. War eine dumme Idee. Dann müssen wir was anderes machen. Ja, ich lass mich verlegen. Da kommt ein Harvester, der mich töten will. Ah, guckt er mich an und ich bin weg. Sehr geil. Sollen wir wohin, wo mehr los ist? Ja, klar. Okay. Vorschlag. Schon draußen. So. Snake Ravine Lookout. Oh mein Gott, ist das nicht... Das ist die Hölle. Außer du hast einen Granatenbandalier. Dann ist das der Himmel. Ich stell's mir gerade vor. Du kannst auch gerne mal ein paar Granaten daneben werfen, weißt du? Ist einfach scheißegal, weil du wirst einfach noch fünf. Ich hab Kruzifix getötet, obwohl ich einfach random in die Luft geworfen habe. Und Lucius habe ich getötet. Alles Level 70er, 80er. Und Anderia, Level 37. Und Eon, Level 40. Und Grauzone, Level 13. Und Rotkief, Level 15. Was zur Hölle machst du, Jeff? Ich werf mit Granaten um mich. Ich sag's euch, nehmt Splittergranaten. Ich lass mich verlegen, wir haben den Ort nur noch 5 Sekunden. Okay. Crossroads ist aber eine gute Position. Da hole ich mir sogar noch mal einen Panzer, wenn du mitmachen willst. Ja. Crossroads, Watchtower, genau. Ja. Also, habe ich dich vielleicht jetzt von den Scheißdingern überzeugt? Ich hab doch einen Granatenbanalier auf meinem Medic. Ja, damit du alle heilen kannst, du Heiler. Ja. Nachricht von System. Member Daily Sail Item has been fixed and is now available for purchase. Nachricht vom System. Ah. All your user data and password has been leaked. Danke für Ihr Verständnis. Jetzt ist die Frage, es ist ja nur von Sony die Rede bei dem Hack. Sony Online Entertainment ist Sony, aber sind sie wirklich betroffen? Ich könnte mir vorstellen, dass die Online-Gaming-Bereiche vielleicht doch ein bisschen mehr Security aufweisen können. Man wird es hoffen, ja. Wäre wünschenswert, ne? Dann wiederum, PSN ist auch Online-Gaming-Bereich. Ja, auf Konsolen. Nimm doch eh keiner ernst. Ich jetzt wahrscheinlich 50 Leute gegen mich aufgehetzt habe. 60. Das ist genau wie mit Frauen im Gaming. Auf deinem Kanal hast du jetzt wahrscheinlich niemanden gegen dich aufgehetzt. Das ist es ja, weil ich glaube,
99 oder 98% war es das letzte Mal, wo es gecheckt hat. Aber das Kuriose ist, ich habe immer wieder weibliche Kommentare auf Facebook und, also nicht auf meinem Privatchannel, sondern auf der Blackhand-Seite und unter den Videos. Dann frage ich mich, ist das genau das eine Weibchen, das da rumläuft, oder? Wir töten einfach mal alles, ne? Da unten ist jemand. Ich habe gesagt, wir töten alles. Muss ich das wieder machen? Jetzt töte den. Ja, fahr doch drüber. Er war gerade direkt vor uns. Ach so, der. Du weißt doch, dass man mit dem MacRider nicht über gegnerische Infanteristen fahren kann. Ist das verboten? Nee, das geht einfach nicht. Ich habe übrigens einen anderen getötet, der da lag. Ja, ich habe den zweiten übernommen. Da hinten fährt ein Harrison. Ah, ich wollte mich nicht drehen. Ich kann nicht still zielen. Egal, hat sich erledigt. Von ganz alleine. Drei Panzer, die auf uns schießen. Oh, raus! Ja, ich glaube, wir lassen uns verlegen und holen uns einen neuen. Ja, das wäre... Ich lege gerade noch Panzerminen. Du bist fast tot. Ja, ich weiß. Aber noch nicht ganz. Bist du jetzt tot? Nee, ich lasse mich verlegen. Ach, schade. Ja, bin verlegt worden. Erfolgreich, kein Tod, lol. Schade. Wieso sagst du eigentlich schade? Ich dachte, wir wären ein Team. Wir sind im selben Team, das ist korrekt. Wo bleibst du? Bin auf dem Weg. Ich mach schon die Tröte für dich. So, wollen wir mal Panzerminen legen, denn hier kommen bestimmt welche rüber. Weil man Panzerminen so schlecht sehen kann. Ich weiß noch, wo der Patch kam, wo sie die Panzerminen einfach mal um die Hälfte ihrer Größe abgeschnitten haben. Echt, das war die Höhe, fand ich. Ja, und irgendwann, früher waren die auch per Wärmesicht sichtbar. Ja, das haben sie auch rausgenommen. Weil Panzerminen ja so OP waren. Weil niemand Kills mit Panzerminen gemacht hat. Auf keinen Fall. Ich meine, gut, es war hilfreich mit der Wärmesicht. Aber es ist nicht so, als wenn die Dinger jetzt unsichtbar wären. Ich bin bestimmt schon, keine Ahnung wie lange nicht mehr, nicht über Panzerminen gefahren. Vor allem als dieser Patch kam, wo sie die Größe reduziert haben, war es ja eine Zeit lang noch so, dass die teilweise so klein waren, dass sie nur unter dem Boden gesteckt haben. Ja. Da hinten sind ganz viele Feinde. Ja, ist ein bisschen schwer mit der Waffe. Nein, ist voll einfach. Jetzt triff endlich. Ich muss dreimal treffen direkt. Ja, warum geht das nicht schneller? Boah, wer schreit denn hier so abgefuckt? Ja. Zack. Mal wiedersehen. Das war gut. Zack. Auf Wiedersehen. What? Was hast du getan? Wieso schießt du nicht mit mir? Ja, ich sehe niemanden. Ups. Du hast gerade... Weg! Fahr weg! Sorry! Lachen nicht über dich. Nein, Jennifer, sorry. Ich bin weggehavert, weil ich da die Panzerminen gesehen habe und den Typen auch kriegen wollte. Nur habe ich nicht mit deinem Harrisser gerechnet, der auf einmal mit 130 Millionen km/h ankam. Ich hab nachgezählt, du warst wirklich so schnell. Wir könnten mal heilen, ne? Ja, wäre eine Option. Oder befreundete Harasser zerstören. Aber siehst du diesen Optimismus? Ich denke eher. Sah aber wenigstens lustig aus. Ich bin tot, aber wenigstens fun. Aua. Ich hasse meine Geschütztürme. Ich lebe jetzt hier unter der Brücke. Selbst hier da gibt bist es du nämlich keine. Selbst da bist du vermutlich nicht sicher vor ihnen. Nein. Ich hasse sie. Sie sind die Pest. Die Mana-Geschütztürme sind schon übel. Aber die waren mal böser, muss man sagen. Also, als sie noch diese fast unendlich Reichweite hatten, waren sie irgendwie noch schlimmer. Ja.
Ja, hab's gesehen. Hab ihn aber verfehlt, ganz knapp. Ist tot. Bannergeschützturm. Jo. Wo? Kam von dem gegnerischen Kaserne. Du meinst diesen stationären Geschützturm, also nicht der vom Engie. Doch, doch, das war ein Engie-Turm. Ah nee, das war der stationäre, Entschuldigung. Okay, den habe ich nämlich gesehen und wollte auch schon ausweichen, aber ich war zuerst faul und habe gedacht, da sind so viele Panzer, der schießt bestimmt nicht auf uns. Ein Trugschluss. Ist immer so, echt. Da ist ein Lightning, ja, nee. Ein Prowler. Prowler. Und der wird von zwei Anti-Panzer-Mac-Ridern gejagt. Wird er das überleben? Das sehen wir nicht. Oh. Cliff Hanger gone wrong. Okay. Jetzt. Attacke! Guck nicht so doof, ich schieß nicht tot! Das macht Spaß. Das ist ein Engie, der liegt wahrscheinlich Panzermin. Nee, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Ich spiele das Spiel schon so lange, danke, dass du mich daran erinnerst, Marco. Der Ingenieur hat übrigens eine Reparaturpistole, mit der er Fahrzeuge und Max-Einheiten heilen kann. Fuck, dann sollten wir uns schnell verpissen, bevor er den Panzer wieder hochheilen kann. Was war das denn gerade? Wie hat der uns Schaden gemacht? Keine Ahnung. Aber der Typ hat mit dem Sterben gemacht. Ich glaube, das war der Underbarrel Grenade Launcher. Meinst du, der macht so viel Damage? Ich weiß nicht. Ich hab nie damit auf Fahrzeuge geschossen. Machen Splittergranaten Schaden bei Fahrzeugen? Nein, nur Anti. Die Underbarrel wahrscheinlich auch nichts. Die macht Schaden. Ich weiß nur nicht, wie viel. Das ist ja doof. Das ist ja doof, Marco. Spawnleuchte. Voll den Schuss gewastet eigentlich. Ups. Wo sind denn die Gegners? War aber kein Kill drin, Marco. Ich hab nichts geklaut. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Ich war dabei. Da kommt was. Prowler auf dem Weg zu uns. Oh, ne. Rückzug. Nur Prowler wäre okay gewesen. Raus. Oh, doch nicht. Ob wir es überleben, sehen Sie in der nächsten. Oh. Nee, aber war eine gute Tour. Kann man nicht anders sagen. War nicht schlecht. War schon gut. Wieso bin ich automatisch gespawnt? Was soll denn das? Wo bin ich? Wo sollen wir spawnen? Also ich bin random bei Snack Revine gespawnt und ich würde sagen, wir machen nochmal wieder Infanterista. Das ist eh so eine eingezäunte Basis. Können wir eh nichts anderes machen. Okay. Ich gebe dir einen Tipp, nimm Granaten mit. Hab ich. Granaten sind lustig und machen ganz viel tot. Aua, überall Scharfschützer Renos. Ich setz mich einfach zu dir. Der hat voll Angst und der ist fast tot. Da kommen ganz viele Typen, um uns zu töten. Okay, ich bin tot. Der Schlechter hat mich getötet. Schlechter oder Schlachter, wenn man Butcher übersetzt? Oder Metzger? Metzger ist es. Oder? Schlechter, denke ich. Schlechter? Ich habe Schlachter noch nie gehört. Ich meine, es wäre Metzger. Achso, Butcher, ja, Metzger auch. Wo ist der Unterschied? Kann ein Schlachter auch Schlachten schlagen? Nein, aber ein Metzger auch nicht. Nee, darum geht's ja nicht. Er schießt ja Kugeln. Der Metzger. Schieß Kugeln. Nein, der Butcher. Ja, aber der Butcher ist doch der Metzger. Oder Nein. Ist er der Schlachter? Oder das der Schlechter? Wir sind halt gerade in so einer kleinen Krise. Das wissen wir nicht. Lässt mal eine Granaten! Nicht ein Hitmarker. Ein Kill? Ja, leider nur einer. Zurück! Es
hat wohl nicht so geklappt. Ja, das Problem ist, im offenen Feld als Infanteriekämpfen ist schwer, wenn man kein Infiltrator ist.